Der Mensch ist böse. Mein neues Buch. 13 brisante Kriminalfälle. Jetzt überall erhältlich. Links in der Beschreibung. Paranormal. Meine Ex-Freundin starb vor 2 Jahren, 2018. Ein Autounfall, als sie mit ihren Eltern in Portugal war. Ihr Vater starb dabei auch. Nur die Mutter überlebte. Wir hatten so unsere Probleme, meine Ex und ich. Ich war ihr damals fremdgegangen. Zu dem Zeitpunkt war ich 15. Mein Name ist Leon und sie war meine erste richtige Freundin. Als ich auf einer Party ein fremdes Mädchen küsste und einer meiner Kumpels, es Diana, wie meine Ex hieß, erzählte, machte sie Schluss und erzählte der ganzen Stadt, naja eher dem ganzen Dorf, was für ein schlechter Mensch ich sei. Ich hatte sie sogar zeitweise geblockt, doch in der Schule sah ich sie jeden Tag wieder. Also irgendwann gab es so eine Art Waffenstillstand zwischen uns, aber wirklich gut wurden wir beide auch wieder nicht. Dann kamen die langen Sommerferien und ich hoffte, es würde Gras über die Sache wachsen und wir könnten vielleicht irgendwann so etwas wie Freunde sein. Wir schrieben sogar wieder. Sie war in ihrem Urlaub, ich bei mir. Doch von einem Tag auf den anderen antwortete sie nicht mehr. Und relativ bald war in unserer Stadt bekannt, was passiert war. Ihr Vater und sie waren gestorben bei diesem Autounfall. Für mich war das eine schreckliche Nachricht. Natürlich hatte ich irgendwo immer noch Gefühle für sie gehabt oder so die erste Freundin, die wird immer niemals vergessen. Auch wenn wir unsere Probleme hatten. Ich war todtraurig. Auf ihre Beerdigung weinte ich. Ich hatte Schuldgefühle, riesige Schuldgefühle. Es vorher nie mit ihr geklärt zu haben, dass sie mit Hass auf mich im Urlaub gewesen war. Gestorben war, als sie mich hasste. Wir hätten uns nie aussprechen können. Das machte mich fertig. Ich kapselte mich ab, ging kaum noch zur Schule. Ich war so sauer, wütend auf mich selbst. Ich wollte einfach etwas kaputt machen. Einfach die aufgestaute Wut an irgendetwas entladen. Ich recherchierte alles zu dem Unfall und fand heraus, dass der andere Fahrer alkoholisiert gewesen war. Für mich ein Verbrecher. Und er lebte. Er war kaum verletzt worden. Aber Diana war tot. An einem Tag war es besonders schlimm. Ich hatte von Diana geträumt. Meine Noten waren sowieso scheiße und ich war versetzungsgefährdet. Also entschloss ich mich zu einem extrem dummen Plan. Ich wollte mir ein Flugticket nach Portugal kaufen und diesen Mistkerl zur Rede stellen. Ich weiß nicht, was ich dann gemacht hätte, aber ich wollte mit ihm reden, ihn sehen. Ich wollte irgendwie, dass er sich rechtfertigt. Er sollte bezahlen für all das. Ich fuhr mit der Bahn zum Flughafen. Ich weiß nicht, ob ich irgendetwas Dummes getan hätte. Ich hätte wohl mein gesamtes Leben aufs Spiel gesetzt für diese Rache. In Wahrheit, das weiß ich mittlerweile, wollte ich nur irgendwem die Schuld geben. Für meine Fehler. Es ging nicht um diesen Typ am Steuer. Es ging um mich. Ich machte mich mitverantwortlich. Ich war am Flughafen, wollte ganz altmodisch am Schalter ein Ticket lösen. Keiner wusste von dieser Aktion. Nicht meine Freunde, nicht meine Familie. Zu diesem Zeitpunkt war ich schon 17. Ich durfte alleine reisen. Ich wollte gerade zum Schalter, da vibrierte mein Handy. Das kann nicht sein, dachte ich. Es waren Sprachnachrichten von meiner Ex-Freundin. Ihr habt richtig gehört. Meiner toten Ex-Freundin. Ich hörte sie an. Nichts. Nichts. Einfach nur Rauschen. Hatte jemand ihr Handy? Ihre SIM-Karte? Wie konnte das sein? Wie konnte mir meine tote Ex-Freundin Sprachnachrichten schicken? Und dann auch noch in diesem Moment. Ich glaubte, es war ein Zeichen. Zumindest redete ich mir das eine Zeichen aus dem Jenseits, dass ich nicht fliegen sollte und mich nicht rächen sollte und damit mein eigenes Leben zerstören würde. Ich nahm es als Zeichen an, dass sie an mich gedacht hatte. Vermutlich war es irgendein technischer Fehler. Ihre Nummer war neu vergeben worden oder ein makabrer Spaß. Aber ich wertete es, wie gesagt, als Zeichen. Ich drehte um und rettete so wahrscheinlich auch mein eigenes Leben. Ja, der Typ hatte Scheiße gebaut am Steuer. Aber dafür musste ihn ein Gericht verurteilen. Und nicht ich. Seitdem versuchte ich, mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Habe bessere Noten und gehe regelmäßig in die Schule. Wie die Sprachnachrichten auf mein Handy kamen, weiß ich bis heute aber nicht. Jeder, der möchte, dass Paranormal jetzt öfter kommt, kam letzte Zeit nicht so oft. Der haut den Daumen nach oben, jetzt in dieser Sekunde ungefragt, aber sowas von kaputt, liebe Freunde. Ich will den Daumen nach oben glühen sehen, wenn ihr Bock habt, wieder auf mehr Paranormalgeschichten. Kleine Empfehlung noch, wer echte, wahre, brisante Kriminalfälle will, Mysterycast. Jetzt auf Spotify, Apple Music, Deezer und Co. Erster Link in der Beschreibung. Neue Folgen, wir reden 2 Stunden über wahre, brisante, meist ungelöste Kriminalfälle. Jetzt abchecken, zum Einschlafen anhören. Erster Link in der Beschreibung. Das war's von mir, die Welt ist böse und passt auf euch auf.